Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Heute gibt es wieder ein Top 10 Waffenvideo. Wir wollen da langsam durchkommen. Und es sei direkt am Anfang gesagt, ich mache alle Waffen durch. Also viele haben schon gefragt, kannst du mal dies machen, kannst du mal das machen. Für jede Waffe mache ich die Skins durch. Meine Top 10, Top 5 oder Top 3, je nachdem wie viele Skins eben da sind. Wir sind heute also bei den CZ75 Autos angekommen. Und da ist auf meinem Platz 10 die Emerald, Lieblingsfarbe und sowas. Und dann auch noch ein recht schönes Grün. Der Sticker ist da jetzt drauf, aber der soll uns jetzt nicht weiter ablenken vom Gesamtgeschehen. Ich finde die CZ75 so an sich langweilig, aber gleichzeitig spektakulär, also vom Aussehen her, weil sie halt, ne, wenn man sich das hier wegdenkt, ich halte jetzt gerade mit der Hand das vordere, das Magazin zu. Wenn man sich das wegdenkt, sieht es aus wie eine ganz normale USP oder eben einfach eine CZ75. Genau diese Waffe habe ich auch als Software irgendwann als Jugendlicher mir geleistet. Das sieht halt hier vorne merkwürdig aus. Das sieht dann aus wie eine kleine MP oder sowas. Also was ist ja, nee, gut, es ist keine MP, aber eine schicke Waffe. Platz 10 verdient, oder? Kann man, dass sie überhaupt im Ranking drin ist, kann man schon sagen, gut. Auf dem nächsten Platz ist die Poison Dart. Da haben wir schon mal ein Muster drauf. Ein Farbverlauf, beziehungsweise, ja doch, eher ein Muster, nicht wirklich ein Farbverlauf. Das sieht doch schön aus, oder? Als wenn da was draufgetropft wäre. Beziehungsweise, als wenn eben in Wasser Öl hinzugefügt worden wäre. Und guck mal, dieser kleine Akzent hier. Dieses kleine Penüpel ist auch blau. Wunderlich. Was hat man sich dabei gedacht? Vielleicht muss ein Skin so eine gewisse prozentuale Abdeckung haben. Und der Designer dachte sich, komm, dann mache ich hier noch die Schraube, diese Niete, dieses Penüpel eben. Auf Platz 8! Haben wir die CZ75 Chalice. Ah, mir fällt gerade ein, ich hab die Shader jetzt nicht angemacht. Warte mal kurz, die mache ich noch geschwind an. Ja, guck mal, jetzt sieht sie so ein bisschen besser aus. Sie glänzt etwas mehr. Die Farbkombination finde ich jetzt nicht so edel. Also Gold mit Blau, Lila. Ist ja oft auch bildschirmabhängig, wie man das so sieht. Aber immerhin schon mal zwei unterschiedliche Farben. Ich frage mich aber jetzt, ich habe die Liste vor längerem hier erstellt. Ich frage mich, ob es auch den Skin hier für das oder auf dem vorderen Magazin gibt. Weil es sieht immer so abgetrennt aus, so extrem abgekapselt. Ne? Als wenn es wirklich einfach nur hinzugefügt worden wäre im Nachhinein. Kommen wir zu meinem Platz 7. Die Polymer. Türkis? Oder ist es Türkis? Ist es, habe ich es gerade richtig vor mir? Habe ich halt irgendeine Farbe gesagt, die das nicht ist? Das ist so grün, das ist so bläulich, Türkis, ist doch so helles Blau, oder? Hier ist der Skin zwar nur auf dem Schlitten und vorne auf dem kleinen Stückchen hier und kaum verteilt über die restliche Waffe, aber gerade das gefällt mir ganz gut, dass die Waffe so dunkel ist, sage ich mal, oder eben grau und dann diese hellen blauen Stücke heraus leuchten. Und da kommt der Platz Nummer 6, ist es. Ja, wir sind erst auf Nummer 6. Die Tigris. Diese brennende Leoparden, Geparden, Katzenwaffe. Und hier ist es auch auf dem Magazin drauf, sehr schön. Spielen die halt auch nie. Also wann spielt man die mal, oder? Es gab mal eine Challenge, also über Counter-Strike selbst, über diese Mission, die es da mal gab. Da musste man die spielen und damit irgendwie 50 Bots oder sowas kaputt hauen. Also sie hat schon irgendwie was, aber wenn man sie nie spielt, ist es, finde ich, auch eine große Eingewöhnungsphase, die man da durchlaufen muss, bis man die dann gescheit spielen kann, weil sie so merkwürdig ist. Aber wenn man sich dann eingespielt hat, ist das Schussverhalten natürlich nicht mehr merkwürdig. Also ja, logisch. Ihr könnt gerne auch wieder sagen, wie eure Waffenplätze aussehen, eure Top 10 bzw. Top 5 oder auch Top 3, je nachdem, wie viel Zeit ihr da in Anspruch nehmen wollt, um mir diese Liste zu schicken oder zu kommentieren. Ich bin sehr gespannt und ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr meine Liste findet. Ob sie gut ist, ob ihr diverse Waffen gar nicht drin haben wolltet oder ne, oder ob ich was Gutes vergessen habe. Es ist mir schon oft passiert, dass ich wirklich gute Waffen übersehen habe. Und da kommt auch schon die Yellow Jacket auf Platz 5. Die Yellow Jacket, da sind natürlich die Formen extrem schön. Wie ein Fluss fließt es hier durch, hier unten entlang. Dynamik ist da wieder ganz groß geschrieben bei der Waffe. Aber auch zugleich die Warnfarbe gelb. Und hier sind sogar noch so helle Akzente drin, die Waffe einfach nochmal ein bisschen schicker machen, als wenn hier einfach das, meinetwegen auch Feuer so entlang flammelt. Flammelt, sagt man sowas? Das ist übrigens ein neues Wort, flammeln. Also man kennt es ja, das Flammenzüngeln, aber flammeln ist so ein ganz besonderes Wort, das natürlich nur extrem kluge Menschen nutzen. Flammeln. Und auf Platz 4 haben wir die CZ75 Auto. The Fuchsia is now. Ich weiß nicht, wer das ist oder auf was das eine Anspielung sein soll, aber hier ist einfach diese grelle Farbe entscheidend für ihren Platz. Ich weiß, sie ist einfarbig, sie hat hier unten nichts, sie hat auch wieder diesen kleinen Penüpel als Akzent. Eine sehr edle Waffe. Ich frage mich gerade, ob das hier vorne abgenutzt ist oder ob das jetzt am Shader liegt. Ich glaube, es ist abgenutzt, dass man da das Graue so ein bisschen durchsieht. Man muss eben auch die Farben mögen. Klar, wenn man jetzt Lila überhaupt gar nicht mag, dann sagt man sich, was hast du denn mit der Waffe jetzt so für eine Liebschaft? Als nächstes kommt die Victoria. Die erinnert an viele andere Waffen, die ich jetzt schon hatte im Ranking, mit dieser leicht königlichen Verschnörkelung und eben Gold, Grau, Silber. Ich finde, hier ist auch exakt der richtige Amount der Waffe. bedeckt mit Skin. Hier auch wieder die kleinen Penüpel. Das hier ist, glaube ich, für das Magazin, ne? Dass das Magazin rausfällt. Da drückt man dann drauf und blub, dann rutscht es raus. Also der Magazin-Release-Knopf sozusagen. Ich denke, dass sie bei euch wahrscheinlich auch weiter vorne ist, diese Waffe, also dieser Skin. Wie seid ihr eigentlich so ins neue Jahr gerutscht? Gut. Also wir sind bei uns hoch auf den Berg gegangen
Und so nach 5 Minuten, also 5 nach 12, kamen schon Polizei und Krankenwagen an uns vorbeigefahren. Nach oben, da muss wohl irgendwas passiert sein. Hat sich jemand die Hand weggesprengt, wer weiß. Ich hoffe, bei euch ist alles glatt gelaufen, ne? Und sauft nicht so viel. Und an dieser Stelle könnt ihr das Video wieder anhalten und einfach mal raten, was wohl auf meinem zweiten und auf meinem ersten Platz ist. Überlegt mal ganz genau, was hat er da wohl hochgemacht, da, alter Sack. Auf meinem zweiten Platz ist die CZ75 Auto Pole Position. Wer hätte das gedacht? Ich habe sogar schon im Stream gesagt bekommen, dass die total scheiße ist. Also ich finde sie cool. Klar, bei Skins kommt es natürlich eben gerade darauf an, dass der Skin einem selbst der gefällt. Da ist die Wertigkeit egal und hin und her. Der Skin muss einem ja gefallen. Aussehen, wie es halt so ist, ne? Das ist Geschmackssache. Und diese Waffe trifft meinen Geschmack. Diese Pole Position Flagge, die geschwenkt wird. Ich finde, das ist einfach die Waffe für den Ersten. Für den, der im Team der Erste ist. Oder der Letzte, der sich hochkämpft und so eine Story hinter sich bringt, die man verfilmen könnte. Weißt du sowas? Auf meinem ersten Platz ist die Red Austor. Die ist sozusagen die Weiterentwicklung, die alles besser gemacht hat als die Pole Position bei der Skinierung, bei der Erstellung des Skins, bei der Zeichnung. Die ist nicht so extrem grell, hat aber auch durch dieses Muster ja hier unten auf dem Griff und hier oben eben dieses Weiß-Rot, hat auch dieses, naja, leicht Flaggenähnliche. Und sie sieht aber nicht so extrem grell aus, eher matt, aber es passt perfekt zu ihr. Und vor allem, der Skin geht über die gesamte Waffe und dadurch wiegt die Waffe auch voll schwer durch die Farbgebung. Sie erinnert auch ein bisschen an Borderlands, finde ich. Also manche Waffen könnten auch so Borderlands designt worden sein. Und die ist einfach cool. Sie wirkt richtig schwer. Und das will man ja bei Waffen. Gerade bei so einer, die so ein bisschen... ihr wisst schon. Mein Platz 1. Ich hoffe doch verdient. Ich bin gespannt, was auf eurem Platz 1 ist. Ich fand bei den CZs die Auswahl doch eher schwierig. Gerade weil mir auch so Einzelfarbenwaffen sehr gut gefallen, mussten die gerade auf den unteren Plätzen schon sehr kämpfen. Wo die stehen und hin und her. Und vor allem kennt man sich da auch so wenig aus. Die sieht man ja fast nie. Weil sie halt fast keiner spielt, die CZ75 Autos. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende, beziehungsweise immerhin schon mal bis jetzt geschaut habt. Also bis just diesen Moment. Diesen Momentes, bis jetzt. Ihr könnt wie immer frei nach Fasson einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten geben, wenn ihr behindert seid. Ich meine, wenn ihr einen kleinen Schniedel, wenn es euch, falls es euch nicht gefallen haben sollte. Hier einfach nochmal am Schluss. Frohes Neues. Ich hoffe, euer 2017 haut ordentlich rein. Ihr erreicht alles, was ihr erreichen wollt. Ich hoffe, dass wir schön weiter wachsen. Ich denke mal, wir können, hoppala, für dieses Jahr bestimmt 10.000 Dumbabla anpeilen. Also insgesamt. Also einen Gain von ungefähr 5000 weiteren Dumbablan. Das schaffen wir, glaube ich, oder? Wir sind doch die Bubble. Ich hätte schon fast Bubble Army gesagt, aber das viele andere YouTuber haben ja ihre Armee. Ja, wir sind einfach die Bubbler. Das ist ja schon das Wort. Zack, bumm. Haut ordentlich rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Richtig.